Okay, die nehmen wir jetzt geil von hinten. Hallo und herzlich willkommen zu DuddyTV spielt Far Cry 5 und zwar den DLC. Irgendwas. Das mit dem Vietnam. Wir haben es gestern Abend schon gespielt. Und wir machen jetzt einfach genau da weiter, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Wir spielen auf der Xbox One X. Ich spiele mit dem Xbox One Elite Controller. Wenn ihr wissen wollt, wo und wie man den bekommt, dann schaut einfach mal unten in die Description. Da steht das alles drin. Und wir schauen jetzt mal eben rein, was uns als nächstes als Mission erwartet. Da haben wir doch bestimmt hier irgendwo geil, was als nächstes, was wir machen können. Dafür gibt es diese Vierecke hier. Hier haben wir noch ein Viereck. Was ist das da? Jagdflugzeug Wrack. Da gehen wir einmal hin. Oder? Waren wir da schon? Nee, das ist noch grau. Wahrscheinlich waren wir da noch nicht. Wir machen das jetzt einfach. Oder nee? Komm, wir gehen jetzt mal. Feuerzeug, da gehen wir als nächstes hin. In der letzten Folge haben wir uns ein Teammitglied besorgt, unseren ersten Kameraden, den wir suchen mussten. Und ich würde sagen, schauen wir einfach mal weiter, wie weit wir jetzt kommen in diesem Let's Play. Ich mache das gestückelt, denn der DLC wird ja nicht ganz so lange gehen. Deshalb mache ich immer so eine halbe Stunde. Das ist ganz okay, glaube ich. Da kann man sich das ganz entspannt in kleinen Stückchen gönnen. So, ich höre hier auf jeden Fall schon mal Stimmen. Bitte gern hier auf den Turm rauf. Verdammt, schnapp ihn, ist er. Nee, bleib du mal da. Rennt ihr weg? Kommt ihr? Ich glaube, die rennen weg. Letztes Mal sind wir mega stealthy rumgerannt. Abgestürzter US-Pilot in der Nähe. Wahrscheinlich hier beim Feuerzeug. Komm, wir rennen jetzt hinterher. Irgendwas muss ja hier sein. Aua, okay. Das ging relativ schnell. Aber wir haben unseren Mate dabei. Sehr gut. Erste Hilfe-Set. Und dann nehmen wir uns mal eine andere Waffe. Wir haben hier die AK in der Hand. Okay. Wo haben wir denn hier Gegner? Ich sehe gerade nur einen. Na komm. Da. Hatten wir ihn. Den holen wir uns jetzt. Nicht, dass er. Okay, war es das? Ja, der ist weg. Haben wir noch irgendwo Mates? Ich meine natürlich Gegner. Keine Mates. Wo rennt er hin? Rennt er weg? Nee. Okay. Dann schauen wir uns doch mal an, wo es jetzt hingeht. Wir hatten noch gerade einen abgestürzten Soldaten vor uns da. Sehr schön. Immer schön plündern, damit wir auch die Munition dabei haben. Okay, hier sind noch welche. Wo denn? Wo sind hier welche? Da vorne. Okay.
Ich sehe sie gar nicht. Die sind so gut getarnt. Das ist natürlich die Frage, ob jetzt einfach immer unendlich mehr kommt. Weil gerade war die Musik ja schon aus. Oh, gleich keine Medipacks mehr. Aber die Musik ist wieder aus. Okay, jetzt gehen wir wieder zum Feuerzeug. Ah, ich mag das wieder hier, wie das hier aussieht. Diese Dschungelperspektive ist geil. Okay, was kann ich jetzt hier am Feuerzeug machen? Da. Du findest Folger zu einem Fallschirmleiter nicht weit fallen sein. Okay, wir müssen die Feuerzeuge von den Jungs sammeln. Wahrscheinlich hier. Und das erste. Was hat der für eine Waffe am Start? Warte, guck mal, Schrotflinte. Und das ist eher so eine... Ah, okay, das ist glaube ich eher eine Single Shot. So ein bisschen Sniper-mäßig. Gefangenenlager. Da waren wir gerade. Was ist das hier? Noch ein Feuerzeug. Lagerhaus am Fluss. Dann gehen wir erstmal nochmal wieder zurück. Und holen uns da das Feuerzeug. Da sieht man sogar, wie es leuchtet. Ach, sieht schön aus, ne? Mit diesem leichten Dampf hier, Nebel, der hier drüber liegt. Oh, links sieht uns jemand. Versuch mal möglichst unbemerkt hier durchzugehen. Ich sehe die gar nicht. Krass, ey, die sind echt gut versteckt. Drei Leute. Guck mal, diese verwachsenen Häuser hier, die sehen auch ganz krass aus. Okay. Schöne Waffe. Gefällt mir. Bist du Mate? Nein, du bist kein Mate. Ich dachte erst, du bist Mate. Oh, voll daneben. Ah, die mag ich, die Waffe. Die ist cool. Okay, weiter geht's zum... Nee, hier haben wir noch... Den müssten wir getroffen haben eigentlich. Ja, da, wusste ich doch. Den haben wir ganz easy getroffen. Na? Ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Wir sprinten erstmal weiter. Ich habe noch gar nicht die neuen DLCs angeguckt, die das zu gab. Es gab nämlich so eine, na wie nennt man das? So Outfits und sowas gab es jetzt dazu. Für das echte Far Cry, nicht für den DLC. Und die habe ich mir noch gar nicht angeguckt, was dabei ist. Da waren auch neue Waffen dabei.
Okay, finden wir hier was? Glaube nicht, hier ist gar nichts. Ist nur ein abgestürztes Flugzeug. Und hier... Tada! Ein neues Feuerzeug. Okay, den Ort haben wir auch. Dann geht's jetzt zum Lagerhaus am Fluss. Mir gefällt das hier. Und was auch bei Season Pass Nutzer, die kriegen ja auch das remasterte Far Cry 3. In geilerer und neuer Optik. Das werde ich mir auch mal demnächst angucken. Bist du hier? Okay, ich bin voll. Ich habe alles. Oder Heli. Krass. Gut zu wissen, dass die Helis haben. Bei der Jagd kannst du Köder sammeln, rüste Köder um das Waffenrad auf und dann Raubtiere angelockt werden. Okay, cool. Dann können wir wieder einen Puma anlocken, damit er ein bisschen im Lager aufräumt. Wie viele Köder haben wir denn jetzt? Ja, am Start. Ja. Nee. Köder, da. Den werfen wir gleich mal. Am besten ist, wenn wir an eine höhere Position gehen, damit wir schon mal nicht abgesnackt werden. Irgendwo eine Leiter drauf. Südmeerische Kriegsgefangene werden an verschiedenen Orten regiert. Wenn du schaffst, sie zu befreien, teile sich vielleicht Informationen über die Umgebung mit dir mit. Okay. Den befreien wir. Da ist jemand. Wo ist jemand? Da ist jemand. Da ist auch jemand. Ist hier drin noch jemand? Außer er? Ich glaube, nein. Dann holen wir uns mal den Peiniger hier. Kein Problem. Python 2-5, ich habe einen Kriegsgefangenen gefunden und lebend rausgeschafft. Okay, dann hauen wir ab. Doch schon 5 Luftangriffe. Ah, hat die mich gesehen? Hat sie. Aber wir haben sie angelockt. So, als nächstes holen wir uns den hier. Für jeden Takedown werden nämlich unten diese rechts diese Bubbles ausgefüllt und die haben verschiedene Eigenschaften, zum Beispiel Adrenalin und sowas, dann ist man ein bisschen schneller oder man wird weniger gesehen, wenn man sprintet oder man kriegt direkt Gegner angezeigt, wenn man nur in der Nähe ist. Und die Frage, wo hier die nächsten sind. Ich höre sie. Also in DLC soll man auf jeden Fall ein bisschen stealthiger spielen. Das wird durch die Mechanik schon klar. Hier. Haus auf der Plantage. Da gehen wir doch mal als nächstes hin. Und zwar müssen wir da lang. Versuchen wir mal ungesehen hinzugehen. Also hier ist das stealthige Rumlaufen auf jeden Fall besser als im Originalspiel Far Cry 5, muss ich sagen.
Weil dort wird man echt relativ schnell gesehen. Kontakt! Keine Ahnung, wie viele! Okay, Kontakt. Hat noch keiner gesehen. Sammeln erstmal hier die Pflänzchen auf. Da kriegen wir nämlich immer, wenn wir drei sammeln, ein neues Medipack. Okay, wir müssen den Colonel suchen. Wo ist der Colonel? Fast wieder alle Medipacks voll. Eine Pflanze brauchen wir noch. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht extra suchen. So, das meine ich nämlich. Diese Funktion haben wir gerade freigeschaltet durch die Takedowns, dass wir ganz viele Leute gesehen haben. Töte sie und unterstütze damit die Kriegsbewegung im Kampf. Okay, nützliche Informationen. Sehr gut. Diese Informationen wollen wir. Sehen die uns? Nein. Okay, gerade durch die Tür ist eine Möglichkeit, aber vielleicht nicht die beste. Da, kommen wir da in die erste Etage irgendwie? Hier fehlt auf jeden Fall ein Stück Haus. Versuch mal einen Köder reinzuwerfen, glaube ich. Da kommt doch schon ein Puma. Sehr gut. Okay, jetzt rennt er weg. Dem rennen wir jetzt hinterher. Die Drecksau wird nicht entkommen. Aua. Okay, sie wird doch entkommen. Ah, ganz schön schwer, ey. Ich muss sagen, die hauen ordentlich rein, die Gegner. Na, hilft uns unser Mate? Schafft er das? 9 Meter. Ah, das hat er nicht geschafft. Krass, da bin ich einfach mal sehr optimistisch reingerannt. Und dann ist es auch schon zu Ende gewesen. Kein Problem, das machen wir nochmal neu. Aber das mit dem Köder fand ich gar nicht so eine schlechte Idee. Wir haben da draußen also einen Panther. Das ist ja ganz toll. Ich glaube, am wichtigsten erstmal da reinzukommen und ihn nicht entwischen zu lassen. Aber wir machen direkt die Rambo-Variante. Na, welcher ist denn unser? Der hier. Okay, den haben wir auch. Sehr gut. Diesmal ist er nicht entkommen.
Allerdings haben wir jetzt hier ein Tier. Sorry, Hundi. Okay, in der ersten Etage, da hätten wir auch gar nicht reingekonnt. Die ist zu. Aber dann würde ich sagen, können wir doch mal jetzt einfach hier durch den Tunnel gehen und gucken, was es hier so gibt. Wenn wir schon da sind. Okay. Ist auf jeden Fall ein relativ langer Tunnel drin. Bin gespannt, wo der uns hinführt. Geht immer tiefer. Haben wir hier unten noch was? Oh, es geht immer noch tiefer. Krass. Wo geht's denn hier hin? Müssen wir gleich im Erdkern sein. Okay. War das gut, was ich hier gerade getan habe? Möglicherweise. Wir rennen einfach immer tiefer in die Katakomben hier. Okay, wir haben auf jeden Fall irgendeinen geheimen Ort hier gerade gefunden. Die hauen mal ganz schön rein, die Tiere hier. Ich glaube, jetzt geht's wieder hoch. Wo waren wir denn jetzt? Ach, guck mal. So weit sind wir jetzt gelaufen. Krass. Haben wir alles. Okay, ich glaube, wir nehmen anstelle dieser Pistole diese hier mit. Denn eine schallgedämpfte Pistole ist immer geil. Ah, ich mag die AK. Ist eine gute Waffe. Na, kommt der rein? Schafft er nicht, ne? Jetzt haben wir so einen Bunker ausgenommen. Okay. Hinter mir noch einer. Da, zwei sogar. Da noch einer. Krass, die kommen ja mal mehr. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Ja, das war's. Alle ausgenommen. Okay, das haben wir alles erledigt. Das haben wir auch erledigt. Was haben wir jetzt hier noch so? Propaganda-Lautsprecher, Klassiker. Den machen wir als nächstes. Ach, Glück, das war Skill. Wo Kontakt?
Er sieht immer Sachen, die kriege ich gar nicht mit. Immer schön die Pflänzchen einsammeln. Ich finde es ganz geil. So ein etwas kleineres Areal mit ein paar Stealth-Einlagen. Das sorgt für Abwechslung. Das gefällt mir. Wie er auch die ganze Zeit rumschreit. Das ist so doll nicht unauffällig, was er macht. Ich könnte mal wieder Luftschlag benutzen. Das machen wir jetzt gleich. Den jagen wir jetzt komplett hier drüber. Einer. Nur einer? Zwei. Zwei. Okay, die nehmen wir jetzt geil von hinten. Genau die Scheißbirne! Dann klettern wir hier hoch. Weil jetzt kommen bestimmt wieder neue Mates. Was haben wir denn hier? Geil, ein richtiges Sniper. Den nehmen wir mit. Okay, ich habe wirklich gedacht, jetzt kommen mehr, aber... anscheinend nicht. Dann looten wir den mal eben. Brauchen wir nicht, wir sind voll. Da gehe ich echt sparsam um gerade. Können wir ein paar Granaten schmeißen gleich. Okay, was haben wir hier? Dum, 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 dum. Es gibt kein Entkommen, kein Versteck. Okay. Ich glaube, da ist echt nur einer, oder? Wir sind ganz nah. Wir haben deine Fährte entdeckt. Es ist nur eine Frage der Zeit, zwei. Okay. Amerikaner. Wir wissen, dass du zuhörst. Du sitzt in der Falle. Eins ist sicher. Du stirbst. Wie lange hält dich hier raus? Das ging doch relativ schnell. Wir wissen, dass du da draußen bist. Wir wissen, dass du umhören kannst. Gib jetzt auf. Das ist oh, hier ist ein Bogen. Ganz geil. Aber AK und Sniper gefällt mir gut. Eine gute Kombi. Obwohl ich mir ihn einmal angucken will. Vielleicht sieht er ja anders aus. Nö, nicht besonders anders. Oh, was? Wer schießt hier? Was ist das denn? Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Kampf für die gute Sache. Ah, wieder ein kleines Dörfchen. Ein kleines Dörfchen. Zwei. Cowboy, wir haben Gesellschaft.
3, 4, Sniper. Noch was. Was ist das? Ein Pferd, eine Kuh. Komm, da hauen wir jetzt mal schön was rein. Okay. Und ein Schuss noch. In die Hüfte. Das ging noch relativ einfach. Okay. Köder kann man immer gebrauchen. Okay, war es das jetzt schon? Nee, da kommen doch noch welche. Can you help me? Natürlich. Now, maybe I can help you. Python 2-5. Ein Gefangener wurde lokalisiert und befreit. Gute Arbeit, weiter so. Sehr gut gemacht. Und dann war schon wieder ein neuer Luftangriff. Ein Traum. Das geht ja hier wie am Schnürchen. Gucken wir auf die Zeit. Gute halbe Stunde ist um. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, schließen wir doch einfach mit dieser Mission hier ab. Mit dieser aufgefüllten Karte bis jetzt. Soweit geht's noch. Bis dorthin, bis zur Firebase Echo Abholpunkt. Da müssen wir hingehen. Ein paar Sachen haben wir noch vor uns. Ich würde sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, DudeTV spielt geile Sachen. Oh, warte mal, ich guck mal gerade. Kann ich hier noch skillen? Doch nicht. Ich dachte, man hat hier noch ein Skilltree. Aber hat man gar nicht. Egal. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst mal ein Kommi, Like und Abo da, wenn ihr es bei YouTube guckt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir live sind, auf mixer.com/studiotv. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr es guckt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Oh oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut? Oh, mein Liebling. Nach einem großen Ende aus. Oh!